Die Schlagzeilen der Nazis klangen euphorisch. Propagandafilme versuchten, heile Welt vorzugaukeln. Doch es war anders. 1944, ein Jahr vor Kriegsende. Der Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg zeigt das in seinem Dokumentationszentrum. Und er versucht, am Originalschauplatz zu verhindern, dass buchstäblich Gras über die Geschichte wächst. Hier am Walpersberg ließen Kriegsgefangene aus 9 Ländern ihr Leben. In 2 Schichten schufteten damals jeweils 800 Zwangsarbeiter im Berg. Sie gruben unterirdische Gänge, bauten riesige Hallen in den Fels. Es gab dadurch natürlich ständig Sandpartikel in der Luft, Sprenggas in der Luft durch die Sprengung. Und das war natürlich für die Füße sehr schlecht. Es gab viele Krankheiten, Lungenkrankheiten. Und es gab ein rigides Regime der Nazis. Wer krank wurde, bekam nur die halbe Verpflegungsration. Das galt für die Männer im Berg, aber auch für die Frauen und Kinder, die unter spartanischen Verhältnissen leben mussten. Ermano Falciona aus Florenz erinnert sich noch an Arbeit mit Hacke und Spaten im Berg. Als ihm ein Wachmann einen Arm brach, wurde er zur Arbeit auf den Friedhof Kahler abkommandiert. So kam er mit deutschen Zivilisten in Kontakt. Sie steckten ihm etwas zu essen zu. Anderen erging es nicht so gut. Das war der Küchentrakt eines Lagers für Gefangene aus Osteuropa. Also hier in der Küchenbaracke vom Lager 3 war die Essensausgabe für etwa 1500 Zwangsarbeiter, die sich nach der täglich harten Arbeit, etwa 12 Stunden je Schicht, hier ihre Kohlsuppe quasi abgeholt haben. Erschöpfung, Krankheiten, Unfälle. Mehr als 1000 Zwangsarbeiter überlebten den Walpersberg nicht. Nach Kriegsende wurden äußere Anlagen gesprengt, auch die Zufahrten in die unterirdische Flugzeugfabrik. Das sind Trümmer vom Betondach einer Einfahrt in den Berg. Um ihn herum bietet der Geschichts- und Forschungsverein jetzt regelmäßig Führungen an. Zwischen Wald, Fels und Bunkerresten ein Erinnern an über 12.000 Männer und Frauen und Kinder, die noch im letzten Kriegsjahr hierher deportiert worden waren.